Hallo und herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Die Themen der Woche lauten unter anderem: Wernigerode Rathaus wird mit Fernwärme versorgt, Arbeitsmarktgespräche mit Politikern und Umweltpreis 2019 geht an Enrico Kretschmer. Wernigerode Rathaus wird mit Fernwärme versorgt. Ab sofort kommt das Rathaus Wernigerode ganz ohne Schornstein und ohne Erdgaskessel aus. Trotzdem ist es in dem ehrwürdigen Gebäude aus dem Mittelalter schön warm. Das Geheimnis dahinter ist die neue, umweltfreundliche Fernwärmeanlage der Stadtwerke, die jetzt offiziell in Betrieb genommen wurde. Durch die Inbetriebnahme der Trasse sind wir mit unserem Klimaschutzkonzept wieder einen Schritt weitergekommen, so der Oberbürgermeister. Das Rathaus erhält die Fernwärme auf Contracting-Basis, da die Erdgaskesselanlage ihre Lebensdauer erreicht hatte. Jetzt kümmern sich die Stadtwerke Wernigerode vollumfänglich um die neue Fernwärmeanlage im Haus. Die Baumaßnahme für die ca. 350 Meter lange Fernwärmestrecke startete am 6. Mai von der Ringstraße in Richtung Innenstadt. Das historische Rathaus war das erste Gebäude, das am 11. September ans Netz angeschlossen wurde. Weitere Einrichtungen werden im kommenden Jahr folgen. Zum Beispiel das Harzmuseum, die Bibliothek, das Stadtarchiv, das Landesmusikgymnasium und auch das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in der Westernstraße stehen auf der Warteliste. Der Trassenbau war in Anbetracht der Platzverhältnisse und Gegebenheiten in der Altstadt sehr aufwendig und schwierig, berichtete Steffen Meinecke, Geschäftsführer der Stadtwerke Wernigerode. Lange Zeit schien ein Fernwärmeanschluss im Rathaus ebenso unrealistisch wie der Mauerfall vor 30 Jahren. Aber nun ist es geschafft und das äußerst komplizierte Bauvorhaben positiv beendet. Arbeitsmarktgespräch mit Politikern. Der regionale Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie die allgemeine Arbeitssituation innerhalb der Arbeitsagentur und des Jobcenters Kober Harz sind für politische Mandatsträger von großer Bedeutung. Gerne nutzen sie die Gelegenheit, sich grundlegend zu informieren. Aus diesem Grund begrüßten Kober-Eigenbetriebsleiterin Claudia Langer und Agenturchefin Heike Schittko Politikerinnen und Politiker von Land und Bund zum traditionellen Informationsgespräch in der Arbeitsagentur in Halberstadt. Zu Beginn informierte Claudia Langer über die aktuelle Situation der Kober Harz. Die Zahlen der Arbeitslosen im SGB-II-Bereich sinken im Landkreis seit Jahren konstant. Die meisten der noch verbleibenden SGB-II-Empfänger gelten als Langzeitarbeitslose. Jedoch sieht Claudia Langer unter anderem auch in dem neuen Teilhabe-Chancengesetz eine gute Möglichkeit, diese Menschen langfristig wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Eine neue ganzheitliche Herangehensweise mit Hilfe des Coaching-Ansatzes kommt auch im Rahmen der Ausbildungsstellenvermittlung bei der Kober Harz zum Tragen. In den letzten Jahren hat im SGB-II-Bereich die Anzahl der Jugendlichen mit multiplen Problemlagen stark zugenommen. Viele Jugendliche brauchen Zeit und vermehrte, teilweise sehr intensive Unterstützung, um nach der Beendigung der Schule den Weg in eine Ausbildung zu finden bzw. diese auch erfolgreich zu beenden. Aus diesem Grund hat die Kober Harz seit Anfang 2019 die Ausbildungsplatzvermittlung in ihren Aufgabenbereich zurückgeführt und sich hier konzeptionell und personell neu aufgestellt. Ein weiteres Thema war das seit August 2019 geltende Starke Familiengesetz, welches grundlegende Änderungen im Bereich Bildung und Teilhabe mit sich brachte. Im weiteren Verlauf präsentierte Agenturchefin Heike Schittko die aktuellen Daten und Fakten zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Landkreis Harz. Beim Blick auf die Beschäftigungs- und Arbeitslosensituation im Landkreis ist festzustellen, dass der Harzer Arbeitsmarkt sich trotz konjunktureller Eintrübungen insgesamt in einer soliden Verfassung zeigt. Parallel dazu sind viele Unternehmen nicht in der Lage, ihre offenen Stellen mit geeigneten Bewerbern neu zu besetzen. Auch in 2019 blieben viele betriebliche Ausbildungsstellen in der Harzregion unbesetzt. Digitalisierung und demografischer Wandel beschleunigen die Veränderungen am Arbeitsmarkt immer schneller und führen zu steigenden Qualifikationsbedarfen der noch verfügbaren Arbeitskräfte. Daher wurde zum 01.01.2019 mit dem Qualifizierungschancengesetz die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte erheblich ausgebaut. Im Fokus steht hierbei unter anderem die Erweiterungsqualifizierung, welche Kenntnisse und Kompetenzen der Beschäftigten erneuern bzw. erweitern. Zum Teil können nur durch neue Qualifizierungsprofile langfristig eine Arbeitsplatzsicherung erfolgen. Einen Appell richteten Langer und Schittko zum Abschluss noch an die Abgeordneten.
Sie baten, sich dafür einzusetzen, dass auf der einen Seite der administrative Aufwand bei der Bearbeitung der Vorgaben des Landes Sachsen-Anhalts für Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds minimiert wird. Eine weitere Bitte war die zeitnahe Entscheidung zur Zuständigkeit bezüglich Finanzierung des Azubi-Tickets in Sachsen-Anhalt, da dies zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen beitragen kann. Wir befinden uns hier in der Schreiberstraße, die von Mai bis Dezember 2019 von Grund auf saniert wurde. Die Gemeinschaftsbaumaßnahme der Stadt Wernigerode, der Stadtwerke Wernigerode GmbH und des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode fand im Bereich zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Schmatzfelder Straße statt. Am 12.12.2019 wurde sie offiziell durch den Oberbürgermeister Peter Gaffert freigegeben. Es ist immer schön, wenn in unserer Stadt etwas vorangeht. Und wir haben in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel getan für die Innenstadtentwicklung und auch hier so die Straßensanierung in dem Bereich, ja, was ja fast noch Zentrum ist, lag uns schon sehr am Herzen. Und Sie wissen auch, dass solche Baumaßnahmen, neben dem, dass es schwierig ist, auch mit den Anliegern das immer alles unter einen Hut zu bekommen, natürlich auch wir immer versuchen, gemeinsam mit unseren Partnern das umzusetzen. Und so war es auch hier am Ende mit dem Abwasserverband und mit den Stadtwerken, das gemeinsam zu machen. Weil das macht natürlich Sinn und da hat Wernigerode in den letzten 30 Jahren gute Erfahrungen gemacht, wenn einmal in den Straßenraum eingegriffen werden muss, dass dann am Ende auch gleich die Leitungen neu reingelegt werden, dass nicht wir wieder zumachen und dann kommen hinterher die Stadtwerke und sagen, wir wollen auch neues Stromkabel legen. Das sind immer, sage ich mal, auch natürlich große Abstimmungen im Vorfeld notwendig, aber meist klappt das sehr gut und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das so ist. So, nun darf ich Sie mit ein paar Zahlen konfrontieren, das ist immer ganz interessant und da sieht man auch mal, und ich denke, das ist auch für die Bürger immer ganz wichtig, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich heute so etwas kostet, wenn man so etwas baut. Wir haben hier 182 Meter Straße, das ist ja nicht allzu sehr viel, wenn man das mal vergleicht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Straße wir in der Stadt haben, aber auf 182 Meter Straße in Summe, ich will es gar nicht im Detail sagen, aber in Summe hat es mit den Partnern gemeinsam, fast alles gemeinsam, 1 Million Euro gekostet. Das hat nicht die Stadt allein getragen, dazu kann ich noch was sagen, ich habe ja gerade auf die Gemeinschaftsmaßnahmen hingewiesen. Für die Stadt empfehlen darauf etwa 550.000 Euro. Wir haben davon wieder Förderung bekommen, sodass sich das dann relativiert. Und das ist aber dennoch, ich will nur sagen, all das, was hier passiert ist in dem letzten guten halben Jahr, hat fast 1 Million Euro gekostet. Und davon haben wir über das Förderprogramm 290.000 Euro bekommen. Der Abwasserverband hat etwa auch nochmal 300.000 Euro finanziert und die Stadtwerke auch nochmal fast 100.000 Euro dazugegeben. Das heißt, wenn all diese Partner nicht dabei gewesen wären und wenn wir diese Leitungen nicht mitverlegt hätten, wäre es natürlich deutlich billiger geworden. Aber vielleicht hätten wir in 10 Jahren dann oder in 8 Jahren wieder angefasst, weil der Abwasserverband gesagt hätte, wir müssen hier die Leitungen erneuern. Ich möchte mich bei den vielen Firmen bedanken, die ja auch immer notwendig sind, um eine solche Maßnahme zu realisieren. Das ist zum einen das Ingenieurbüro Richter aus Wernigerode und das Ingenieurbüro EV Plan aus Derenburg und nicht zuletzt natürlich das Ingenieurbüro Kunhardt aus Wasserleben. Die ausführenden Baufirmen waren Harzer Hoch- und Tiefbau GmbH aus Holtebert, die ja viele Bauprojekte mit uns gemeinsam schon realisiert haben, und die Firma Elektro Eisele aus Maisdorf im Südharz ist das, ja? Schön da unten, ja? Im Südharz. Ja, finde ich auch. Schön, dass Sie uns unterstützt haben. Wir haben neben dem, dass wir die Straße saniert haben, wurde natürlich der Gehweg mitgemacht und es wurden neue Leuchten aufgestellt mit LED und Straßenbeleuchtungskabel verlegt und. Und es wurde zuletzt, und wer kann mich da aufklären, was Korallenbeeren sind? Das scheint das Straßenbegleitgrün zu sein. Die sind mir nicht so bekannt. Ich hoffe, dass es eine einheimische Pflanzenart ist. Das klingt etwas exotisch. Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich danken. Aber natürlich geht auch immer, das will ich an der Stelle nicht versäumen, auch der Dank auch an den Stadtrat. Wir müssen immer wieder dann im Vorfeld natürlich solche Maßnahmen auch beschließen und ich will auch sagen, es ist in den letzten Jahren natürlich nicht leichter geworden, große Investitionsmaßnahmen zu realisieren. Die Fördermittel sind weniger geworden, aber wir haben ja auch, das kann man ja an unserer Stadt sehen, in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Gutes getan und viele Bereiche sind fertig geworden. Ein paar Meter vor, die untere breite Straße ist jetzt auch vor Weihnachten noch fertig geworden, sodass wir doch mit der Stadtentwicklung an der Stelle sehr zufrieden sind. Nochmal an alle ein ganz herzliches Dankeschön, natürlich auch an unser Baudezernat, die sich da über die letzten Monate und am Ende ist der Vorlauf ja viel, viel länger als jetzt nur die Bauzeit da auch mit eingebracht haben, Fördermittel besorgen, all die Dinge, die da dranhängen. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt und dass Sie sich hier wohlfühlen.
und dass wir an der Stelle auch wieder was Schönes für unsere Stadt getan haben. Und das kurz vor Weihnachten zu eröffnen, ist auch für einen Oberbürgermeister, der nicht immer nur so schöne Termine hat. Aber da ist es auch nochmal eine nette Stunde heute hier. Schön, dass Sie da sind. Ihnen alles Gute, schöne Adventszeit. Und an alle, die mitgewirkt haben, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Sehr schön. So, na dann. Also, zack. Dann haben wir's. Umweltpreis 2019 geht an Enrico Kretschmer. Ende Oktober hat der Stadtrat der Stadt Wernigerode beschlossen, den Umweltpreis der Stadt 2019 an den Erlebnis- und Wanderimker Enrico Kretschmer für seine Projekte und Initiativen zum Insektenschutz, zur Imkerei und Umweltbildung zu vergeben. Kretschmer ist seit vielen Jahren in Wernigerode und im Landkreis Harz mit seinen Projekten und Initiativen zum Insektenschutz, zur Imkerei und Umweltbildung aktiv. Im Rahmen seiner Initiative Der Landkreis Harz blüht auf, hat der Imker mit einer Vielzahl von Akteuren und mit hohem Engagement und viel Kreativität Imkerprojekte umgesetzt, Blühwiesen angelegt und Umweltbildung durchgeführt. So betreut er die Imker AG des Stadtfeldgymnasiums Be Happy, die Bienen- und Imkerprojekte der Hochschule Harz, der Harzblick Grundschule, der Lebenshilfe und der sozialpädagogischen Einrichtung Weiße Villa. Gemeinsam mit Kindertageseinrichtungen und weiteren Schulen hat er Blühwiesen angelegt und dadurch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Er veranstaltet eigene Aktionstage, wie zum Beispiel den Tag der Biene, und beteiligt sich an Aktionstagen der Stadt und ihren Einrichtungen. Darüber hinaus berichtet er regelmäßig von seinen Projekten und Initiativen sowie über weitere Projekte zur Förderung der biologischen Vielfalt in Wernigerode. Derzeit plant er die Errichtung eines Bienenzentrums. Seit 2015 gibt er im Rahmen von Kursen an der Kreisvolkshochschule Harz sein Wissen weiter und bildet junge Imkerinnen und Imker aus. Durch die Nutzung seines Imkermobils brauchen junge Imker zunächst kein eigenes Equipment kaufen, wodurch auch Menschen aus sozial benachteiligten Bereichen teilnehmen können. In diesem Sinne sind seine Projekte auch Maßnahmen, die die Auswirkungen des demografischen Wandels abschwächen. Darüber hinaus unterstützen und ergänzen sie das Engagement der Stadt zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt. Feierliche Exmatrikulation im Audimax der Hochschule Harz. In diesem Jahr konnte der Fachbereich Automatisierung und Informatik 128 Absolventinnen und Absolventen verabschieden, darunter 76 mit einem Bachelor und 52 mit einem Masterabschluss. Dekanin Prof. Dr. Andrea Heilmann lud Ende November zur feierlichen Exmatrikulation in das Audimax der Hochschule Harz ein. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung, sagte sie zum Abschied. Auch Rektor Prof. Dr. Volker Roland und Wernigerodes Oberbürgermeister Peter Gaffert verabschiedeten die Alumni mit vielen guten Wünschen für die Zukunft. Ein besonderer Dank der Dekanin galt allen ehemaligen Studierenden, die die Hochschule in Gremien mitgestaltet haben. Festredner Dr. Rainer Gerloff, Geschäftsführer der Halberstadtwerke und Honorarprofessor am Fachbereich Automatisierung und Informatik, schickte seiner Ansprache einen Ausschnitt aus dem Lied Wind of Change voraus, gefolgt von den Einwahlgeräuschen eines Modems ins Internet. Was Sie eben gehört haben, war der Soundtrack von zwei Revolutionen, begann er zu sprechen. Nach einem persönlichen Rückblick auf die Zeit des Mauerfalls nahm er Bezug auf die technischen Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit. Die zweite Revolution hält an und sie passiert in atemberaubendem Tempo. Die Absolventinnen und Absolventen würden als zertifizierte Spezialisten in dieser neuen Zeit gebraucht. Anlässlich der Feierlichkeiten wurden Einzelne besonders geehrt. Als Vertreterin aller Alumni sprach Saskia von Bloh die Dankesworte an die Hochschule Harz und die ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich bin Ihnen allen dankbar, sagen zu können, ich bin stolz, an der Hochschule Harz studiert zu haben, betonte die Wirtschaftsingenieurin. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Exmatrikulation durch Mitglieder des Collegium Musicum Wernigerode. Wir sind heute am Wernigerode Hauptbahnhof und bei mir ist die Frau Demrich. Und wir wollen euch ein bisschen was erzählen über das Zukunftsbahnhof-Innovationsprojekt von der Deutschen Bahn. Und dann erzähl uns doch einfach mal, worum es genau geht.
Genau, die Deutsche Bahn hat vor einem Jahr sich überlegt, okay, wir brauchen halt irgendwie neue Innovationen, neue Produkte für unsere Bahnhöfe, um auch die Bahnhöfe an sich attraktiv zu machen, um die Reisenden am Gleis und auch schon vorher irgendwo auch mitzunehmen. Und da sind 16 Bahnhöfe ausgewählt worden in ganz Deutschland, in verschiedenen Größen, von ganz großen Metropolbahnhöfen, wie jetzt zum Beispiel Berlin-Südkreuz, zu kleineren Bahnhöfen, wie jetzt hier der Wernigerode, bald auch Hauptbahnhof Wernigerode, und auch mit unterschiedlichen Personen an Zahlen. Und hier in Wernigerode ist ja das große Thema Tourismus. Mhm. Und da haben wir jetzt die Woche, probieren wir jetzt gerade zwei Automaten aus, wo wir denken, das könnte ganz gut hier in die Region passen. Das ist unter anderem der Spielideenautomat, wo alle Spiele so um Themen Reisenden und Bahn und auch Klassiker wie Sudoku vorkommen. Und da kann man einstellen, mit wie vielen Leuten man spielen möchte, ob man im Zug spielen möchte oder auch draußen, weil man gerade wartet. Und dann spuckt er einen unten einen Zettel aus, wo man drauf lesen kann, okay, das Spiel geht so und so und so und so und jetzt macht einfach mal und gibt dann quasi Ideen mit, womit man sich jetzt beschäftigen könnte. Und hier haben wir mit drei Startups bzw. Challenge-Gewinnern zusammengearbeitet, um eine virtuelle Oberfläche zu generieren, die den Touristen hier am Bahnhof abholen soll, die Highlights in Wernigerode darstellen kann. Wenn man jetzt mal hier einmal sieht, die ganzen E's sind quasi die Point of Interest in Wernigerode, wo man dann hier auch raufgehen kann und sagen kann, okay, das Rathaus Wernigerode, und dann wurde das dann jetzt hier hinterlegt, dass man auch noch zum Rathaus Wernigerode Informationen erfährt. Und man könnte jetzt auch, wenn man jetzt hier reinzoomt, sieht man dann auch hier, was hier drumherum für Buslinien fahren. Hier ist das komplette Busnetz der HVB hinterlegt. Und man kann jetzt auch hier jetzt aber wieder zum Beispiel auch wieder auf den Bahnhof gehen. Und gleichzeitig haben wir hier auch noch die aktuelle Veranstaltung, nämlich den Weihnachtsmarkt in Wernigerode hinterlegt, sodass man den Leuten sagen kann, hey, ihr kommt jetzt hier an und das ist jetzt die und die Veranstaltung, geht doch dahin, nehmt das auch als Anregung mit. Genau, und das wird jetzt auch nochmal weiterentwickelt alles. Wir haben die nächsten Tage ein Marktforschungsinstitut auch hier vor Ort, um dann wirklich zu gucken, was kommt bei den Kunden an, kommt es bei den Kunden an, wir wollen es wirklich testen. Also es ist alles nichts in Stein gemeißelt, sondern wir wollen wirklich... Genau, in der Testphase, wenn es gar nicht ankommt, dann kommt es auch hier nicht her auf Dauer. Und wenn es ankommt, entwickeln wir das weiter und dann werden wir das hier auch hinstellen. Wir haben jetzt, also das sind jetzt zwei Sachen, die wir jetzt hier austesten. Das ist mehr oder weniger unser Start in den Zukunftsbahnhof Wernigerode. Und nächstes Jahr geht es auch weiter. Also ist auch auf der Homepage zu sehen. Von der Deutschen Bahn sind halt die 16 Bahnhöfe aufgeführt. Und wir haben jetzt hier in Wernigerode, wird auch dieses Thema, wir werden noch eine neue große Toilettenanlage bauen, weil das halt ein Riesenthema hier am Bahnhof ist. Wir werden die Personenunterführung gestalten mit einem Graffiti-Künstler und was auch noch ein Riesenthema ist, Tourismusbahnhof, es sprechen nicht alle Deutsch, dass wir die Wegeleitung hier allgemein auch anpassen, ergänzen und auch auf Englisch machen und vor allem so dieses, wie komme ich halt in die Innenstadt, wo ist denn die Harzer Schmalspurbahn, dass wir das halt hier auch alles als Ausgangspunkt nehmen und wenn das alles mit dem Terminal funktioniert, kann man den natürlich super als Ausgangspunkt nehmen, sagen, wie komme ich von hier jetzt zur Harzer Schmalspurbahn. Ja, und genau, dann steht uns noch ein bisschen was vor. Nächstes Jahr und das wollen wir auch alles zusammen mit der Stadt und mit der Tourismus GmbH arbeiten wir sehr eng zusammen, um hier alle gemeinsam was Gutes zu machen. Wir sind zwei von den drei Teams, die daran mitgewirkt haben. Okay. Und wie lange arbeitet ihr daran jetzt schon? Also das erste Mal getroffen, dazu haben wir uns, glaube ich, im August, Tagen, genau, und im September, genau, das war so sozusagen eine 100-Tage-Challenge, die demnächst zu Ende geht. Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen? Was hat euch jetzt daran gereizt, dieses Projekt zu machen? Es gab so eine Ausschreibung dafür, für Zukunftsideen am Bahnhof Wernigerode. Und es haben sich, glaube ich, 12 Teams beworben. Und drei Teams wurden ausgewählt mit den Ideen, die sie da präsentiert haben. Ich bin Willi Dumas vom Büro für Sinn und Unsinn. Und wir sind aus Halle, ein Designbüro. Und wir entwickeln Spiel- und Lerngeräte, auch für Kindermuseen, interaktive Ausstellungen. Und jetzt gerade haben wir den Reisespielautomaten entwickelt. Das ist ein Prototyp hier für die Deutsche Bahn, für den Bahnhof hier in Wernigerode. Die allererste Idee hatten wir vor 2 Jahren und da haben wir das sowas gebaut für öffentliche Parks. Und jetzt gerade arbeiten wir seit ein paar Monaten an dem Ding für die Deutsche Bahn. Und es ist ein Automat, da kann man einstellen, wie viele Personen man ist, wie viele Minuten Zeit man gerade hat. Zum Beispiel hier Wartezeit am Bahnhof oder im Zug. Dann noch welches Alter
und eine Geschmacksrichtung an Spiel, die einen interessiert. Also Rätsel, Kreativ, Bewegung. Dann noch, ob man im Zug oder draußen spielen will. Und dann dreht man hier an der Kurbel. Ja, man dreht an der Kurbel, bis die Lichter einmal ganz rum sind. Und jetzt druckt er eine kleine Spielanleitung mit dem perfekt passenden Spiel für den Moment. Zum Beispiel hier haben wir Ja, Nein, Vielleicht, ein Kommunikationsspiel. Und da gibt es noch ganz viele andere, Bahn-Bingo oder so Sprachrätsel, Zungenbrecher, Umwelttipps, Reisetipps, sogar auch so Sagen rund um den Harz und Wernigerode. Wir haben noch ein paar verschiedene andere, aber das ist jetzt der erste Prototyp für die Bahn und der steht jetzt hier diese Woche nur. Und wir gucken, wie das Feedback so ist, was die Leute dazu sagen, wie die ihn benutzen. Und danach wollen wir ihn nochmal redesignen und nochmal gucken, muss der genau so aussehen oder vielleicht sieht er ein bisschen bahnmäßiger aus oder was sind die Kategorien, was mochten die Leute, was für Spielarten am meisten. Und dann tüfteln wir noch einen Monat weiter und machen dann einen finalen Entwurf, den wir der Deutschen Bahn präsentieren. Und hoffen natürlich, dass er dann in einem Jahr überall steht, in allen großen Bahnhöfen. Wir möchten, dass die Leute zusammenkommen und zusammen Spaß haben. Dass die Familien quasi mal von ihren Smartphones hochgucken und mal zusammen was spielen. Dass Freunde zusammen was spielen und was über sich erfahren. Und vielleicht sogar, dass fremde Leute, die sich noch nicht so kennen, auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Photovoltaikanlage im Bürgerpark in Betrieb genommen. Die Stadt Wernigerode ist mit ihrer Partnerschaft Hoi An in Vietnam eng verbunden und setzt zahlreiche gemeinsame Projekte um. Das Engagement der beiden Städte ist deutschlandweit anerkannt und wurde mit der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2019 in der Kategorie Kommunale Partnerschaften ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld konnte nun eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptgebäudes Schafstall im Wernigeröder Bürgerpark installiert werden. Eine weitere Anlage wird derzeit in Hoi An installiert, ebenfalls in einem Stadtpark. Das ist unsere Botschaft an die Welt, dass wir uns die Hand reichen müssen für die gemeinsame Bekämpfung der Folgen des Klimawandels, sagte Hoi Ans Bürgermeister. Saubere Energie erzeugen ist eines der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auf deren Beitrag zur Umsetzung sich Hoi An und Wernigerode mit einem gemeinsamen Handlungsprogramm zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel verständigt haben. Neue Heizungsanlage für den Feckenstädter Sportverein. Pünktlich zu Beginn der kalten Jahreszeit wurde in den letzten Wochen im Sportlerheim des SV Fortschritt Feckenstädt eine neue, moderne und umweltfreundliche Heizung installiert. Möglich wurde die Sanierung nur durch die Unterstützung vieler. Der Sportverein in der Nordharzgemeinde dankt allen Spendern ganz herzlich für die Unterstützung. Bei der symbolischen Übergabe des Spendenschecks durch Evelyn Edle, die Linke, wurde das Engagement der Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion gewürdigt. Bei der ausführenden Firma bedankt sich der Verein zudem für die zügige und reibungslose Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Im Harzkreis konnten bereits der Theaterverein in Güntersberge, das Heimatmuseum Dedeleben, das Theater Fairy Tale aus Thale, die Sportgruppe Blinder und Sehbehinderter Sportler des TSG Gutsmuts aus Quedlinburg und das Halberstädter Drachenfest eine finanzielle Unterstützung erfahren. Der Verein der Bundestagsfraktion Die Linke e.V. finanziert sich und seine Aktivitäten aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der linken Bundestagsabgeordneten. Er wurde gegründet, um vor allem Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, der Selbsthilfe, der freien Wohlfahrtspflege, Kultur und Sport zu fördern. Aus dem Solidaritätsfonds der Bundestagsfraktion konnten seit Beginn dieser Wahlperiode im Herbst 2017 in den Wahlkreisen Anhalt und Harz bereits rund 22.000 Euro an Projekte und Vereine ausgereicht werden. Waldrettung im Harz. Am Donnerstag, dem 5. Dezember, fand die umfassende Wiederaufforstungsmaßnahme mit einer groß angelegten öffentlichkeitswirksamen Pflanzaktion ihren gebührenden Auftakt. Anlässlich dieses besonderen Events griffen gemeinsam mit der SDW Sachsen-Anhalt e.V. zahlreiche Ehrengäste zum Spaten, um die jungen Sprösslinge in den Boden zu bringen und damit einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Darüber hinaus aktiv im Einsatz die Schüler der Förderschule Heinrich Kielhorn aus Brauns-Bedra und der Gemeinschaftsschule aus Harzgerode mit aktuellem Aufenthalt in den regionalen Jugendwaldheimen Dreiannen und Lindenberg sowie die Forstwirt-Lehrlinge des Betreuungsforstamtes Harz. Die Beteiligung einer Vielzahl von meist jungen Helfern sollte vor allem die Verantwortung und Fürsorgepflicht unserer heutigen Generation gegenüber den Wäldern der Zukunft hervorheben. Nicht zuletzt soll durch derartige Aktionen generell das Umweltbewusstsein junger Menschen gestärkt werden. Wie hier vor Ort in Wernigerode engagiert sich diese bereits seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. Das Unternehmen pflanzt für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum, bis heute mehr als 1 Million. In über 600 Kursen den Horizont erweitern. Anfang Dezember hat die Kreisvolkshochschule Harz, kurz KVHS, das neue Kursprogramm für das Frühjahr 2020 veröffentlicht. Im Zeitraum Januar bis Juli 2020 können Interessierte aus über 600 Kursen, Vorträgen und Seminaren mit der gewohnten Themenvielfalt wählen. Ab sofort nimmt die KVHS Anmeldungen entgegen. Das Programmheft liegt an über 80 Stellen im Landkreis aus. Wer lieber online stöbert, kann das gesamte Kursprogramm auf der eingeblendeten Website einsehen und seinen Wunschkurs direkt online buchen. Anmeldungen werden außerdem persönlich in den Standorten oder unter den eingeblendeten Kontaktdaten entgegengenommen. Adventskonzert des Landespolizeiorchesters. Nur noch wenige Tage, bis am Sonntag, dem 15. Dezember um 16.30 Uhr das traditionelle Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt in Wernigerode im KIK stattfindet. Das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt versteht es mit einer hohen klanglichen Qualität, seinem breiten Repertoire und vielen neuen Ideen über die Landesgrenze hinaus seine Zuhörer zu begeistern. Von klassischer Musik bis hin zur zeitgenössischen Musik, vom Marsch bis zum Swing ist das Landespolizeiorchester für alle Generationen ein lohnendes Erlebnis. Das Konzert wird zugunsten des Familienzentrums Wernigerode des Internationalen Bundes stattfinden. Das IB Familienzentrum Wernigerode ist eine Begegnungsstätte für Kinder, Familien und Senioren, die für Offenheit, Toleranz und Respekt steht. Dort werden Bildungsangebote und Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt. Wo Musik ist, fängt Weihnachten an. Unter diesem Thema lädt die Singgemeinschaft Canora Hasserode am Sonntag, den 15. Dezember um 14.30 Uhr in das Gemeindezentrum Arche der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wernigerode zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Als Gäste werden die Kinder der Kita Hummelhaus, ehemalige Sängerinnen und Sänger der Sing- und Spielgemeinschaft Wernigerode und die kleine Lina erwartet. Im Anschluss bitten die Sängerinnen um ihre musikalische Leiterin Ellen Schrader zu Kaffee, Tee und Kuchen. Komödienpremiere in Quedlinburg. Die Komödie Döner zweier Herren, Hunger integriert, von John von Düffel und frei nach Carlo Goldoni, feiert am 31. Dezember um 15 und 19 Uhr im Theater Große Bühne in Quedlinburg Premiere. Der Figurenklassiker entspringt geradewegs der Commedia dell'arte Vorlage. Kemal, der wandelnde Migrationshintergrund, hat Hunger und ist auf der Suche nach Arbeit und Liebe. Als Diener zweier Herren erhofft er sich auch doppelt so viel Essen. Mit seiner schlitzohrigen, nur scheinbaren Naivität entlarvt er die Engstirnigkeit und Gier seiner Mitmenschen und beweist dabei höchste Intelligenz und geschicktes Einfühlungsvermögen. Und wie es sich gehört, zum glücklichen Ende finden sich drei verliebte Paare. Operettenliebhaber, aufgepasst! Endlich ist es wieder soweit. Erleben Sie die schönsten Operetten im Harz und weit darüber hinaus. Diese Spielzeit ist Künekes, der Vetter aus Dingsda, für Sie auf dem Plan. Und kurz vor Weihnachten wird Sie dieser Vetter in der Regie von Rebecca Stanzel traumhaft verführen und verzaubern. Erleben Sie das Werk als Premiere am 21. Dezember um 19.30 Uhr im Großen Haus in Quedlinburg. Das war es wieder mit Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal Wernigerode. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und eine gute Unterhaltung.